One, drop it. Herzlich willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge der Formel 1 2019 Karriere. Und zwar bin ich wieder zurück nach etwas längerer Pause. Und zwar war ich ja eine Woche auf Kursfahrt bzw. Klassenfahrt in der wunderschönen Toskana. Und jetzt geht es weiter hier mit der Formel 1 Karriere. Aus eurer Sicht ist die Pause wahrscheinlich nur so 2 Tage von der letzten Folge oder so her. Also Austin, ich nehme gerade am Samstag auf, also beim Rennwochenende von Sochi vor dem Qualifying aktuell. Und Sonntag kommt ja dann die Folge von Austin, also wahrscheinlich nur höchstens 2 Tage oder 3 Tage. Danach kommt diese Folge hier, je nachdem wie ich es mir einteilen werde und so weiter. Weil es wäre nicht gut, wenn die letzte Folge der Saison an einem Samstag oder so kommt oder an einem Freitag, also auf jeden Fall Richtung Wochenende. Weil da auf jeden Fall dann mehr Leute auch einschalten werden beim großen Preis von Abu Dhabi. So, genau, dann schaue ich mal ganz kurz rein, was gibt's denn? Stimmt, beim letzten Mal, also in Austin war ja der letzte Part, war ich ja Zweiter. Leider in der letzten Kurve, nee, nicht in der letzten, aber in der letzten Runde noch den Sieg einfach mal durch den Verbremser weggeworfen. Max Verstappen ist vorbeigezogen, das weiß ich noch. Mega ärgerlich auf jeden Fall. Trotzdem immer noch guten Vorsprung natürlich, 25 Punkte auf meinen Teamkollegen, der ja das Rennen dann gewonnen hat am Ende. Sehr bitter auf jeden Fall. Sonst hätte ich auf jeden Fall jetzt schon in Brasilien safe Weltmeister werden können. Jetzt ist es zwar auch schon sehr realistisch, aber ich müsste halt vor Max Verstappen ins Ziel kommen. Aber hier in Brasilien ist die KI ja nicht gerade schlecht. Deshalb wird es auf jeden Fall schwer, hier mehr Punkte als Verstappen zu holen, damit ich am Ende Weltmeister werde. Aber das ist natürlich nicht unmöglich. Falls Verstappen oder so Probleme hat oder ausscheidet, kann ja auch sein. Ist auf jeden Fall sehr realistisch, dass ich dann natürlich Weltmeister werde. Weil ich muss einfach halt mehr Punkte als mein Teamkollege holen. Upgrades gab es da keine, ich tausche mal ganz kurz Motoren und so fürs Training ein, aus. Aber das Training fahre ich jetzt endlich mal wieder selber, weil ich ja wie gesagt eine längere Pause hatte von, ich glaube, eine Woche und einen Tag, sprich 8 Tage, ist es her, als ich die letzte Folge aufgenommen habe in Austin. Deshalb fahre ich das Training mal wieder selbst, um mich ein bisschen ins Auto zu gewöhnen und natürlich nicht zu verkacken beim WM-Duell. Mega spannend nach wie vor. So, hier in Brasilien. Training echt schon ewig nicht mehr gemacht, alles klar. Ich glaube Setup, ja, da kann man ein bisschen gut rum experimentieren jetzt hier im Training, mache ich mal das dritte, glaube ich. Erstmal schön die Streckenakklimatisierung auf den harten Reifen. Und hier in Real Life einfach Ferrari den Doppelsieg geholt in Singapur. Konnte ich dort sogar gucken, weil da gab es einen schönen Fernseher. Zwar mit italienischen Kommentatoren, aber es hätte ja noch besser dafür gepasst. Klang auf jeden Fall sehr interessant. Sind auf jeden Fall ganz gut ausgerastet, also nach der Pole, das habe ich gesehen auf Italienisch. Och Gott, kann ich denn noch fahren überhaupt? Es kam ja auch ein Update mit der aktuellen Formel 2 Saison endlich, mit der 2019er Saison. Da kommt wahrscheinlich auch ein Video dazu, wenn es nicht sogar schon online gekommen ist, wenn dieses Video hier online geht. Aber ich denke, ich mache dazu auf jeden Fall auch ein Video zu den aktuellen Formel 2 Boliden. Ja, läuft aber bisher ganz gut. Ich treffe immerhin die Punkte im lila Bereich, so gut wie jedes Mal, außer halt einmal grün, aber ansonsten sehr solide. Weil hier kommt ja nicht auf die Geschwindigkeit drauf an, sondern, ich dachte schon, der wäre ganz verkackt, sondern dafür, dass man halt die Tore trifft und die Kurvenscheitelpunkte und die Bremspunkte und so weiter. Und das läuft halt sehr gut bisher. Ja, sehr schön, also das schaffe ich schön mit dem ersten Versuch. Noch auf Start-Ziel, DRS aktivieren. Und dann habe ich es locker gemacht, jetzt sogar schon. Jawohl, schönes Ding. Jetzt als nächstes die Reifenabnutzung. Ich hoffe, diesmal schaffe ich es ganz gut. Weil ich glaube, Reifenabnutzung ist immer so das Schwerste von den Programmen. Vor allem wegen der Zeit und so weiter, dass man das alles ideal schafft. Alles klar, das habe ich einfach jetzt mehr als locker geschafft. Mit über 1,2 Sekunden Vorsprung. Alles klar, Mann. Perfekt. Sogar komplett am äußeren lila Bereich. Krass, ich hätte nicht gewartet, dass das so einfach hier funktioniert. Vor allem beim Reifenmanagement. Aber die KI habe ich doch auf 98 hoffentlich. Ja genau, 98 wie immer. Keine Ahnung, warum das Training jetzt so leicht war. Oder das Programm. Das schöne Benzinmanagement als nächstes. Ich glaube, Setup auf 3 ist eigentlich ganz gut, wie ich es bisher habe. Das könnte ich auch fürs Qualifying so lassen. Ah, das lief jetzt nicht so gut. Nicht geschafft. Egal, könnte ich zwar schaffen, aber keinen Bock, jetzt noch eine Runde zu fahren. Fahre ich einfach mal mit dem Qualifying-Tempo oder so weiter. Oh, wird ganz knapp, komm. Ah, reicht nicht wegen einer Zehntel. Egal, ich würde jetzt mal sagen, genug mit Training.
Vielleicht kann ich noch was simulieren oder so. Es reicht, denke ich mal. Ich bin eigentlich ganz gut gewappnet für das Qualifying, weil so viele Ressourcenpunkte brauche ich ja sowieso nicht mehr in dieser Saison. Kann ich sowieso nicht mehr die Upgrades machen und so weiter. Ey, nein, das kann doch nicht sein. Ich habe einfach auch zurück ins Hauptmenü gedrückt. Und jetzt bin ich plötzlich wieder im Training, ganz am Anfang. Alles klar, absolut keinen Bock, jetzt nochmal alles zu machen. Zurück ins Hauptmenü, warum hat das denn nicht gespeichert? Der Fortschritt vom Training ist einfach komplett weg. Alles klar, Mann, beende die Session, ciao. Aber dafür kann ich ja jetzt das zweite Training immerhin auch simulieren. Das heißt, ich verliere doch keine Ressourcenpunkte am Ende. Es gab 295 Punkte immerhin. Okay, warum sinkt jetzt der Ruf bei Red Bull? Alles klar. Man kennt's. Wahrscheinlich, weil ich simuliert habe oder was. Ah, stimmt, Wetter soll ja trocken bleiben. Ich baue nochmal alle normalen Teile ein. Und dann geht's ins Qualifying, in das vorletzte der Saison. Es ist Zeit für das Qualifying hier in Interlagos, was so viel heißt wie zwischen den Seen. Der offizielle Name der Rennstrecke allerdings heißt Autodromo José Carlos Pache. Die Teams haben ihre Vorbereitungen abgeschlossen und warten nun darauf, dass die Boxengasse geöffnet wird und sie endlich loslegen können. Jetzt hier im Qualifying am Start, ich habe das Setup noch mal ein bisschen mehr auf Abtrieb getrimmt und am Ende, alles klar, 7 Zehntel hinter Max Verstappen. Wie ich es gesagt habe, der KI in Brasilien, man kennt sie, bisschen overpowered. Ja, am Ende bin ich auf Platz 7 geblieben, 8 Zehntel hinter Verstappen, der hat noch irgendwie eine schnellere Runde rausgehauen. Okay, ist glaube ich jetzt neu, dass man hier die Fahrer, die ausgeschieden sind, irgendwie so in Rot bisschen umrandet sind. Also bei der Zahl 18, 19, 20 und so weiter. Okay, kam anscheinend rein mit dem letzten Patch, wie auch natürlich die Formel 2 da. Mit den aktuellen Fahrzeugen, sehr cool auf jeden Fall. Damit geht's jetzt in Q2. Jetzt sind Q2 am Start, auf Platz 8 gerade mal, 6 Zehntel hinter Verstappen. Obwohl ich die Runde meiner Meinung nach ziemlich perfekt hinbekommen habe oder so gut wie perfekt. Das ist dann trotzdem noch ein ziemlich großer Rückstand. Jetzt bin ich nochmal am Start mit neuen Reifen, weil Platz 8 ist absolut alles andere als safe für Q3. Verstappen einfach locker auf Platz 1. Ey, dieser scheiß Quersteher gerade. Ja, jetzt wird es keine Verbesserung, oder? Ja, okay, minimal, perfekt. Vorhin eigentlich eine Zehntel besser gewesen, jetzt nur ein paar Tausendstel. Und damit immer noch auf Platz 8. Ey, nein. Und am Ende bin ich echt ausgeschieden. Auf Platz 11. In Q2 ausgeschieden. Max Verstappen auf Platz 2. Es kann doch nicht sein. Diese KI ist einfach so stark hier in Brasilien. Obwohl das Feld trotzdem sehr eng zusammenliegt. Vielleicht hätte ich noch 1-2 Zehntel besser fahren können. Dann hätte ich es irgendwie gerade noch so geschafft wie im Charles Leclerc. Wenn man sich das mal anschaut. Die ersten 11 innerhalb von 6 Zehntel. Und dann eine Lücke auf Stroll von 5 Zehntel. Ey, das ist echt so scheiße, Mann. Jetzt schalte ich von Platz 11. Immer in die freie Reifenwahl. Das ist das einzig Positive. Also ich starte jetzt von Platz 11. Getriebe, schaue ich mal ganz kurz, 55%. Boah, scheiße. Also ich glaube, beim letzten Mal war es ja so 10% mehr geworden beim Rennen. Also wäre es bei 65% und dann müsste ich damit Abu Dhabi auch noch schaffen. Dann fällt auf jeden Fall mindestens ein, zweimal der Gang auf jeden Fall aus im gelben Bereich. Aber jetzt tausche ich auf keinen Fall das Getriebe hier aus, weil ich habe keinen Bock noch weiter hinten zu starten. Jetzt starte ich aber von Platz 11 oder vielleicht sogar ein bisschen weiter vorne, weil bestimmt ein paar Leute auf jeden Fall Strafen haben. Und damit geht es jetzt ins vorletzte Rennen. Und eines steht definitiv fest, hier beim Großen Preis von Brasilien wird die Bühne für ein großartiges Schauspiel aufbereitet. Titelentscheidungen, Kummer, Triumphe und brasilianische Glücksmomente. Alles das wird Sie hier in Hülle und Fülle auf dem Autodromo José Carlos Pache erwarten. Interlagos, immer ein sehr besonderes Rennen hier in Brasilien. Eine Rennstrecke mit 4,35 Kilometer Länge, 9 Links- und 6 Rechtskurven, insgesamt also 15 Kurven. Wenn das Wetter bis zum Ende des Grand Prix weiterhin so trocken bleibt, sollte die schnellste Runde eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 217 km/h aufweisen. Stefan Römer, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute in der Kommentatorenbox bei mir bist. Reden wir über den Witzbold. Der Podiumsplatz beim letzten Rennen war wirklich großartig. Denkst du, sie können das an diesem Wochenende wiederholen? Es ist selbstverständlich immer schön, wenn man das Grand Prix-Wochenende mit einer guten Platzierung beginnt. Aber die eigenen Erwartungen basieren meist auf den Trainings- und Qualifying-Fahrten. Hoffen wir also, dass sie sich den Schwung aus diesen beiden Sessions bewahren, wenn sie sich dem heutigen Rennen stellen.
Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und daneben steht Sebastian Vettel. Im Rest der Startaufstellung haben wir Leclerc, Sainz Junior, Lukas Weber und Magnus, Albon, der Witzbold, Bottas und Pierre Gasly. Norris, Verstappen, George Russell und Ricciardo, Giovinazzi, Perez, Robert Kubica und Max Verstappen von Platz 12 nur durch Strafen. Geil, Mann. Jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Wir müssen uns verbessern. Lass uns mächtig Druck machen. Oh ja, absolut Druck machen. Ich schalte von Platz 8. Mega stark, immerhin. Drei Plätze gut gemacht durch Strafen von Bottas, von Verstappen und von, keine Ahnung wem noch. Auf jeden Fall gab es so viele Strafen. Das war auf jeden Fall perfekt für mich. So, also strategiemäßig. Ein Stop ist hier geplant, okay. Auf Soft und dann Medium sollte eigentlich passen. Ja genau, ich habe frische Soft, das ist auf jeden Fall gut. Soft und Mediums oder umgekehrt könnte ich es auch vielleicht machen. Ah, ne egal, so passt das denke ich mal schon. Das vorletzte Rennen der Saison, ich hatte 4 Plätze vor meinen Teamkollegen. Das klingt auf jeden Fall gut, also ich muss halt einfach mal einen Punkt oder so mehr als er einfahren oder 2 Punkte mehr. Und dann hätte ich es auf jeden Fall, dann wäre ich hier Weltmeister am Ende. Alter, dann wäre ich einfach Weltmeister am Ende. Ich muss einfach vor Verstappen landen. Alter, das wäre so geil. Also jetzt geht's rein in das vorletzte Rennen. Das möglicherweise entscheidende für die WM. Ah, ich komme nicht so gut weg, aber die hinter mir auch nicht gerade. Aufpassen. Erste Kurve, jawohl. Kein Unfall immerhin. Magnussen und Albon. Am Start. Windschatten von Albon. Oh, Magnussen bremst so früh, fast hinten drauf gefahren. Alles klar, Digga. Hier kann ich aber nichts machen, weil die gerade auch nebeneinander fahren. Och man, Albon. Bisschen neben der Strecke gewesen. Ups, nein, Tür ganz weit offen für Gasly. Oh, was ist da denn los? Ich drehe mich weg, ich drehe mich weg. Kollision mit der Mercedes. Alles klar, Mann. Oh, nein, sorry. Alles klar, nein. Absolut hier weggedreht. Was war da denn los? Hier ist der Mercedes. Ja, okay. Okay, ich war, glaube ich, echt... Ey, ich war sowas von schuld hier. Weil ich habe den Mercedes einfach nicht gesehen im Rückspiegel. Ich hätte ja einfach viel mehr Platz noch links gehabt. Und ich fahre einfach komplett den Mercedes in die Quere. Valtteri Bottas. Dann drehen wir uns beide weg. Ich drehe mich so irgendwie auf dem Gras. Zum Glück nur halb. Und dann fährt mir hier noch Russell hinten drauf, weil ich... bisschen unsicher auf die Strecke zurückfahre. Alles klar, Mann. Ey, scheiße, Mann. Jetzt so viele Plätze verloren. Aber zum Glück keinen Schaden und keine Strafe. Also das ist eigentlich noch sehr gut für mich ausgegangen. Alles klar, was ein komischer Unfall. Hier, Russell fährt einfach komplett mir in die Seite rein. Ich glaube, er hat sich ein bisschen den Frontflügel beschädigt, aber ich zum Glück gar keinen Schaden davon. Jetzt erstmal weiterfahren hier. Ah, Verwarnung nur, okay. Auf Platz 14 zurückgefallen. Ich war ja, wie viel da war ich? Achter? Genau, Achter. Also damit wieder ein paar Plätze schon mal verloren. Aber zum Glück nur eine Verwarnung, vor allem kein Schaden am Auto. Oder? Ja, alles in Ordnung. Vettel mit der schnellsten Runde, also der ist auf Platz 1 dann aktuell. Jetzt hinter Ricciardo. Der ist nicht gerade schnell. Wäre ja mit dem Top-Seed-Vorteil auf jeden Fall. So, jetzt Windschatten von ihm. Er macht aber hier die Innenseite zu, fährt Kampflinie. Sehr spät auf der Bremse. Jawohl, außenrum. Bisschen über der Strecke gewesen, über den Curb. Aber jetzt auf Platz 13 wieder vorne. Verstappen ist, glaube ich, aktuell 10. oder 9. Also nicht so weit vor mir. Immerhin. Aber das war natürlich nicht der ideale Start. Es lief genauso, wie ich es mir nicht vorgestellt habe. Aber mit dem komischen Unfall. Immerhin ist mein Auto noch komplett heile. Jetzt schon wie Nazi der Nächste im Alpha. Hänge ich schon in seinem Nacken. In Getriebe, besser gesagt. Komm jetzt hier. Oh, schönes Ding. Aber ich war auf jeden Fall komplett schuld an dem Unfall, weil ich habe Bottas einfach die Tür zugemacht. Aber jetzt an Giovinazzi schön vorbei. Auf Platz 12 wieder. Also geraden Pace ist auf jeden Fall vorhanden.
Genau, Max Verstappen ist vor Perez und vor dem McLaren. Auf Platz 9 dann eher. Jetzt schön nah dran an Perez. Okay, nicht ganz so nah, aber immerhin mal DRS von ihm. Und Windschatten. Aber reicht auf keinen Fall. Max Verstappen auch noch da vorne am Start. Bisschen im Verkehr unterwegs. Jetzt könnte es aber klappen mit Perez. Er hat auch Windschatten. Fertig Kampflinie wieder einmal. Wie Giovinazzi. Oder wer das war. Oh nein, Kollision. Alles gut. Oh, perfekt. Ey, Mann, was ist denn los in dem Rennen bis jetzt? Absolut chaotisch. Jetzt aber an Perez vorbei. Leicht berührt, aber zum Glück nichts passiert. Jetzt auf Platz 11. Also hier die Kollision nochmal. Leicht am Hinterreifen berührt, zum Glück nichts passiert. Hätte auch genauso gut einen Frontflügelschaden geben können und für ihn, also für Perez, einen Platzer beim Reifen. Passiert im Spiel gar nicht durch solche Kollisionen. Oh, fast Norris hinten drauf gefahren. Also hier verliere ich, glaube ich, die meiste Zeit im zweiten Sektor, aber die sind so langsam. Keine Ahnung, was da los ist. Irgendein Ferrari. Ah, stimmt, da hat jemand Probleme. Also da hält jemand ganz schön die ganzen Fahrer auf. Einer der Ferrari. Obwohl Vettel am Anfang noch in Führung war, jetzt anscheinend mit Problemen oder was. CRS von Lando Norris, komm. Komm ganz gut ran. Verstappen immer noch vor mir. Spät reinbremsen, innen im Senna S. Oh, ganz knapp. Norris immer noch da. Jawohl, jetzt aber vorbei. Schönes Ding, damit auf Platz 10 wieder. Hinter meinen Teamkollegen. Der hat ein bisschen Schwierigkeiten, den Kevin Magnussen zu überholen. Ah ja, okay, das ist auf jeden Fall Vettel, der da Probleme hat. Komm Junge, Windschatten und DRS von Verstappen. Ja, wird nichts hier. Oh, habe ich Verstappen gerade ein bisschen berührt? Ich glaube schon. Wieder DRS, aber reicht wieder nicht. Oh, Vettel wird da gerade kassiert von Leclerc. Komm, einfach Verstappen überholen und dann vor ihm bleiben. Komm Junge. Hier rein vielleicht. Oh, nee. Lieber nochmal zurückgezogen, weil Verstappen hat absolut die Tür zugemacht. Da rechne ich halt nicht, dass ich da ihn versuche zu überholen. Jetzt bin ich schöner dran an Verstappen, komm. Guter Kurvenausgang, jawohl, sehr gut eigentlich. Aber die kommen trotzdem ein bisschen besser weg. Jetzt Windschatten und DRS. Verstappen versucht es gegen Magnussen. Schafft es aber nicht, ich habe doppelten Windschatten. Ziehe innen rein, bremsen. Aufpassen, Verstappen versucht es außen gegen Magnussen. Oh, nein, ist mich neben ihm. Nein, Kollision. Och, ach du Scheiße, Mann. Wie dumm war das denn? Ach, was eine Aktion hier. Echt geiles Duell. Neben Verstappen gefahren. Dann hier muss ich halt auch einlenken, er halt auch. Dann ist er mir hier in der Quere. Ah, fuck man, ich hätte einfach ein bisschen mehr nach links fahren müssen. Dann berühre ich Verstappen, Frontflügel orange war der ja, und dann berühre ich ihn nochmal am Hinterreifen und dann ist der Frontflügel plötzlich im roten Bereich, vorne rechts. Und das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall in die Boxengasse, viel früher als geplant. Wäre eigentlich ein schöner Dreikampf hier geworden, geile Perspektive hier. Aber dann passiert einfach sowas, ich fahre Max Verstappen ins Auto, beziehungsweise wir berühren uns halt. Damit sind die Chancen für Punkte auf jeden Fall schon ziemlich klein geworden. Ey, was eine Aktion. Hier nochmal die TV-Perspektive. Erst fällt ein Teil ab, dann noch eins. Und dann fahre ich übers Gras, über diese grüne Linie. Ey, nein. Mega ärgerlich. Jetzt nur noch auf Platz 12. Ich fahre auf jeden Fall in die Box. Auf harte Reifen. Hoffentlich kann ich damit dann durchfahren wenigstens. Könnte aber sehr wahrscheinlich sein. Aber dieses Rennen läuft bisher absolut nicht nach Plan. Zuerst diese dumme Aktion in der ersten Runde oder in der zweiten, wann das war, den Mercedes berührt und dann halb weggedreht. Immerhin nur ein paar Positionen verloren, dann wieder gut rangekämpft und dann einfach die Kollision mit Max Verstappen. Und wer hat den Schaden von beiden? Natürlich ich. Und er hat absolut keinen Schaden bekommen davon. Hätte Verstappen lieber mal davon Reifenschaden davongetragen oder so. Aber da merkt man einfach, da ist so viel Spannung drin in dieser WM. Einfach alles so komplett am Limit fahren. Dann passieren eben solche Fehler wie bei mir. Einfach zu wenig Platz gelassen. Aber echt dumm, dass ich so viel hier riskiere. Obwohl ich Verstappen wahrscheinlich sowieso früher oder später bekommen hätte. Aber Verstappen sollte nicht so viele Punkte bekommen in dem Rennen, weil er hat jetzt schon einen großen Rückstand auf die ersten 4 oder 5 Fahrzeuge. Weil eben Vettel alle gefühlt mega lange aufgehalten hatte.
Bisschen weniger Action hier jetzt. Ja genau, die ersten drei, die beiden Mercedes und ein Haas, sind da sehr weit vorne. Und dann eben Leclerc. Aber meine Chancen, jetzt hier Weltmeister zu werden, sind auf jeden Fall jetzt schon ziemlich gering geworden. Ohne die Kollision mit Verstappen waren auf jeden Fall die Chancen noch mega groß. Weil ich wäre höchstwahrscheinlich vor Verstappen gelandet, weil er irgendwie nicht so gut vorbeikam an den ganzen Leuten. Alles klar, 29 Sekunden hinter Verstappen. Also selbst nach dem Stop komme ich dann hinter ihm wieder raus. Das einzige Gute ist, dass er eben Verstappen auch Strafen hatte und deshalb nicht von der Pole geschadet ist am Ende. Ansonsten hätten wir eben dann wieder gleich viele Punkte, aber zum Glück ist das hier nicht der Fall. Also echt so krasse Fights in den letzten Rennen in Mexiko gegen Verstappen gekämpft, um den Sieg rundenlang verteidigt. Und jetzt hier in Brasilien gab es einen krassen Fight, zwar nicht so lange, aber dafür leider mit einer Kollision. Und ich musste dann eben jetzt früher in die Box, Frontflügelschaden. Beim letzten Rennen einfach in Austin, Texas, in der letzten Runde noch den Platz verloren gegen Verstappen. Und dadurch hat er dann am Ende gewonnen, weil ich mich verbremst habe. Da steckt einfach so viel drin in diesem WM-Kampf und das merkt man auch. Also um irgendwie noch Chancen zu haben auf Punkte oder irgendwie Weltmeister zu werden, dann muss auf jeden Fall das Safety Car irgendwann rauskommen, weil das wäre so meine letzte Hoffnung hier für das Rennen. Oh, jetzt ist Verstappen in der Box. Okay, schon in Runde 14. War das Stop nicht in Runde 16 eigentlich geplant? Also bei mir zumindest. Aber der sollte eigentlich locker vor mir rauskommen. Meine Reifen halten auf jeden Fall bis zum Rennende. 13% gerade mal vorne rechts. Der höchste Abnutzungsgrad. Alter, da kommen Bottas. Okay, warum bin ich jetzt... Ah, stimmt. Bottas war ja der Typ, mit dem ich die Kollision hatte. Vor dem komme ich raus und vor Ricardo auch noch, immerhin, sehr schön. Aber die fahren alle auf harten Reifen. Ah, deshalb sind die so früh rein, also Verstappen auch. Verstappen ist trotzdem noch sehr, sehr weit vor mir. Am besten wäre es, wenn der hinter Vettel gerade ist. Ich hoffe, das ist auch der Fall. Weil der hält den dann wieder schön auf, weil er ja nach wie vor wahrscheinlich Probleme hat. Da ist gerade Giovinazzi in der Box, vor dem komme ich auf jeden Fall raus. Und noch ein McLaren Stroll. Mit ihm wird's eng. Ah ne, der bleibt vorne. Aber immerhin nicht komplett im Niemandsland bin ich hier unterwegs. Ich dachte, ich würde hinter jedem irgendwie wieder rauskommen. Aber es sind zum Glück ein paar Fahrer in der Nähe. Ist auf Rang 5. Fuck, Verstappen ist Fünfter. Ich dachte, Verstappen wäre jetzt nur so Siebter oder Achter immer noch. Aber das ist einfach schon Fünfter, Mann. Es wären halt 10 Punkte einfach. Von dem 25 Punkte Vorsprung, dann wären es nur noch 15. Und das dann nicht mehr so extrem viel wie gedacht. So, aus der Kurve raus. Jetzt Überholmodus und Windschatten habe ich auch noch. Jawohl, sieht eigentlich gut aus. Komm gut ran, jetzt DRS. Jawohl, schönes Ding an Stroll. Locker vorbei. Genauso hätte es auch gegen Verstappen laufen sollen eigentlich, im Idealfall. Jetzt bin ich auf Platz 13. Weil es müssen, glaube ich, noch so ein paar Leute in die Box. 2, 3. Kubica auf jeden Fall. Alle, die am Start auf harten Reifen waren. So, jetzt der S von Kubica. Sieht auch locker vorbei. Bisschen über der Strecke, egal. Kleine Verwarnung. Norris und Perez auf 11 und 10, also die beiden. Die könnte ich vielleicht noch holen am Ende. Rechne mit etwas Regen in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Am schnellsten kommst du gerade mit. Es regnet in 10 bis 15 Minuten. Okay, alles klar. Heißt, gegen Rennende werden vielleicht nochmal die Intermediates nötig. Ah, aber die KI ist ja im Regen ein bisschen schneller. Und das ist halt scheiße eigentlich, insgesamt gesehen. Aber vielleicht wurde ja die KI in dem Patch auch verbessert. Also im Regen nicht mehr so OP. Es sollte eigentlich schon in dem Patch davor der Fall gewesen sein. Aber in Suzuka war davon absolut nichts zu spüren. Die waren nach wie vor mega schnell. Ich hoffe, diesmal ist die KI nicht mehr so overpowered im Regen. Jetzt nur noch 2 Sekunden hinter Norris. Also ein Punkt ist auf jeden Fall dann noch trotzdem drin, immerhin mal. Besser als kein Punkt. Oh, Norris versucht es jetzt gegen Perez. Halten sich ganz gut gegenseitig dafür auf. Aber Norris immer noch nicht vorbei. Die passen wenigstens auf beim Duell. Nicht so wie ich gegen Verstappen. Das wäre auch mal geil, wenn die KI so einen Unfall hätte. Also untereinander in so einem Duell. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Oder allgemein mal irgendwie ein Fehler von der KI. Weil wenn die irgendwie ausscheiden, ist es meistens wegen dem Motorschaden oder so. Oder in Suzuka in der ersten Kurve. Aber ich glaube, es wurde mittlerweile rausgepatcht, dass die KI sich da so blöd verhält. Weil das war so die einzige Stelle und die einzige Strecke, wo die KI selbst mal Fehler gemacht hat. Ein unnötiges Risiko eingegangen ist.
Oh, da kommt Leclerc aus der Box. Mit frischen Mediums, okay. Interessant, jetzt habe ich DRS endlich mal von Norris. Das heißt, ich könnte noch Neunter werden, wenn ich die beiden überhole da vorne. Aber Leclerc ist bestimmt nicht langsam mit den neuen Reifen. 30% aktuell meine Reifen. Sollten noch halten bis zum Ende. Jawohl, schön, an Norris jetzt näher dran. Durch das DRS. Und der Renault ist auch nicht mehr so weit weg, nur so 3 Sekunden ungefähr. Vor Perez. Was? Warum ist Verstappen denn jetzt Zweiter? Was? Als ob Verstappen einfach Zweiter aktuell. Warum fährt denn jetzt jeder mit einer scheiß 2-Stop-Strategie? Ich hoffe Verstappen dann auch. Verstappen einfach Zweiter. Oder hat er eigentlich alle eingeholt? Nee, ich fahr nicht in die Box, weil es zurückgeht sowieso in so 10 Minuten. Ich frag mal nochmal nach. Genau, 10 Minuten. Also ich vielleicht muss dann wechseln, aber vielleicht auch nicht. An Norris komme ich aber echt schwer ran. Und Perez. Oh, Duell zwischen denen. Diesmal versucht Norris innen. Und diesmal kommt er, glaube ich, mal durch. Oder jetzt hat Perez DRS. Ne, Norris hat DRS. Damit ist Norris endlich mal vorbei. Oh, DRS von Perez. Ich komme. Der verbremst sich. Ich komme gut ran. Aber jetzt kann man hier nicht mehr überholen. Ey, einfach Verstappen auf Platz 2, Mann. Komm, Perez. Erster Sektor. Da ist keine Chance. Ah, jetzt auf einmal 15 Minuten zum Regen, also wahrscheinlich bleibt es dann einfach trocken bis zum Rennende. Sogar doppelter Windschatten, jawohl, ich komme gut ran. Ja, Alter, ich bin so viel schneller als die beiden, an Norris vorbei, an Perez vorbei. Jetzt bremsen, diesmal keine Kollision hoffentlich, jawohl, auf Platz 9, ups. Perspektive gewechselt, schönes Doppelüberholmanöver. Schaue ich mal ganz kurz nochmal in der Wiederholung. Sah auf jeden Fall nice aus, sieht man nicht so ganz. Ich schau mal kurz aus Norris Sicht. Der war ja eigentlich erster von uns, also von der Gruppe aus gesehen. Hier gegen Perez außen, ich links vorbei. Einfach beide Plätze verloren, der Arme. Und ich schön jetzt auf Platz 9 immerhin. Perez, glaube ich, DRS, aber kommt nicht ran. Schön. Vorne geblieben. Nur noch 2,1 Sekunden hinter Magnussen. Also Platz 8 ist doch noch möglich. Und Vettel fährt da vorne irgendwo. Wäre gut, wenn er mal wieder Probleme hat. Sehr guter Vorsprung auf Perez. Der kann mich nicht mehr überholen mit DRS. Viel zu weit weg. Jetzt nur noch 1,7 Sekunden hinter Magnussen. Und Vettel ist auch nicht mehr so weit vorne. Also eigentlich fahre ich fast die gleichen Rundenzeiten wie Verstappen immer. Weil vor irgendwie 10 Runden waren 17 Sekunden Rückstand. Jetzt halt 18,1 Sekunden. Also eigentlich quasi keine Zeit verloren oder so gut wie keine. Alter, Perez. Wollte sie absolut innen versuchen. Zum Glück bin ich noch nach links gezogen. Leclerc auch an Norris jetzt vorbei. Verstappen macht anscheinend da nichts mehr in der Box. Alter, wie kann er denn... Ah, ich glaube, der ist jetzt sogar Erster. Will der mich verarschen? Ja, oh, der fährt auch nicht... Der fährt auch noch die schnellste Rennrunde. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Okay, Rang 2. Alles klar, aber Verstappen einfach mal Zweiter. Und die schnellste Rennrunde, also keine Ahnung, wie der so krass performt, obwohl er von Platz 12 geschadet ist. Einfach mal so viele noch überholt. Ey, jetzt kommt Perez mit DRS. Der ist schnell, ich bin aber innen. Jawohl, nochmal ganz gut. Ist durchgeschafft, aber wird schwer gegen Leclerc und Perez. 1,4 Sekunden auf Magnussen. Ey, da fehlt euch nicht viel. Leclerc und Perez immer noch hinter mir, sehr schnell die beiden. Oh, aber da sind noch so viele in der Nähe einfach. Vettel, Magnussen und auch noch ein Haas. Also es fehlt einfach so wenig, nur noch so 5 Sekunden oder so. Es wären immerhin noch wichtige Punkte. Jetzt auf Platz 9 habe ich nur 2 Punkte. Ja, 1,1 Sekunden nur noch hinter Magnussen. Komm Junge, nächstes Mal bitte DRS. Da kann ich echt noch 8. oder 7. werden oder 6. sogar, wenn ich Vettel noch überhole. Leclerc ist jetzt ein bisschen weiter weg wieder. Magnussen zieht da locker schon vorbei. Oder, ja doch, ja alles klar. Jetzt hinter Carlos Sainz, Alter, der ist so langsam. Boah, fast hinten drauf. Verwarnung, Kollision, okay. Habe ich nichts gemerkt. Jetzt komme ich aber locker an Sainz schon vorbei. Vor der DRS-Zone. Keine Ahnung, warum ich jetzt kein DRS bekommen habe. Er irgendwie auch nicht. Sehr seltsam. Oh, Leclerc so schnell. Ich mache mal die Innenseite zu. Jawohl, bin vorne noch.
auf Platz 8. Oh, Leclerc ist jetzt auch an Sainz vorbei. Also der wird echt noch sehr hartnäckig. Reifen bei 48%. Und gleich noch 3 Runden zu fahren. 2 Sekunden hinter Magnussen. Also da wird es doch wohl nichts mehr mit ihm, leider. Meine Reifen sind einfach schon zu alt. Ja, diesmal schön vor Leclerc geblieben. Jetzt noch 2 Runden zu fahren. Vom Regen keine Spur. Also der kommt, denke ich mal, schon gleich. Aber nicht mehr bis zum Rennende. Alter, Verstappen fährt wieder die schnellste Runde. Also holt er wahrscheinlich dann 19 Punkte am Ende. Und ich halt 4. Das heißt, ich hätte dann noch 10 Punkte Vorsprung. So, jetzt die letzte Runde. Erinnert mich ein bisschen an das WM-Finale 2008. Mit Hamilton und Timo Glock. Okay, Lukas Weber gewinnt das Rennen hier. Zum Glück einer, der vor Verstappen landet. Und der fährt wieder die schnellste Runde. Also Verstappen auf Platz 2. Ich komme dann hier wahrscheinlich auf Platz 8 ins Ziel. Also der Regen doch noch angefangen hier. Bisschen 2008 Vibes. Du siehst mal, es ist hier das vorletzte Rennen der Saison. Ich komme hier gleich ins Ziel. Jeden Moment auf dem 8. Platz. Heißt 4 Punkte am Ende gerade mal. Sehr schade. Größtenteils selbst verursacht, dieses schlechte Ergebnis. Ach ja, also wird auf jeden Fall doch noch sehr spannend, die WM. Leider immer noch nicht entschieden. Stefan, was hat sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Das war ein echter Teamsieg. Sie hatten eine solide Strategie, die gut an die Bedingungen der Strecke angepasst war. Der Fahrer hat alles getan, was von ihm erwartet wurde, um den Plan des Teams perfekt umzusetzen. Ein glänzendes Beispiel dafür, dass das hier ein echter Teamsport ist. Unsere Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Toro Rosso hat bemerkenswerte Arbeit geleistet bei der Ausbildung neuer Talente. Und dass sie heute den Sieg nach Hause fahren, ist ein positives Zeichen für die Zukunft dieses Sports. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Oft zeigt der Fahrer, den ich wähle, ein besonders beeindruckendes Kunststück während des Rennens. In diesem Fall hat mich jedoch die solide und saubere Fahrweise von Max Verstappen begeistert. Niemand kann es an diesem Punkt mit den Führenden in der Konstrukteursmeisterschaft aufnehmen, aber... Und wir sehen, dass Red Bull nach einem langen und harten Kampf diese Saison einen weiteren Titel einstreicht. Wir haben dieses Jahr ein erstaunliches Auto gebaut und der Ruhm, den sie nach Milton Keynes bringen, ist völlig gerechtfertigt. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken... Digga, kann Heiko irgendwie auch mal ganze Sätze reden? Der hat dauernd irgendwie angefangen und dann den nächsten Satz plötzlich eingespielt. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ja, also hier das Rennergebnis. Weber auf 1, Verstappen 2. mit der schnellsten Rennrunde. Ich immerhin noch 8er, 4 Punkte. Trotzdem halt jetzt 15 Punkte einfach verloren in der WM. Ich hätte einfach nur vor Verstappen landen müssen. Also ohne Kollision wäre ich, glaube ich, so 3. ungefähr geworden. Und Verstappen halt, wie gesagt, auch 2. Also da hat es nichts daran geändert. Sehr schade. Zuerst am Start mit Bottas die Kollision und dann eben mit Verstappen den Frontflügel kaputt gemacht. Verstappen einfach gar nichts bei ihm passiert. Mega ärgerlich. Weil wenn schon, denn schon, dann wären lieber beide Red Bull mit Problemen oder so ausgeschieden. Wäre auf jeden Fall besser für mich natürlich gewesen. Aber jetzt eben Verstappen mit 19 Punkten in der Rangliste. Jetzt wie gesagt nur noch 10 Punkte Vorsprung. Und das heißt, es wird auf jeden Fall nochmal richtig, richtig spannend beim letzten Rennen in Abu Dhabi. Dann in der nächsten Folge. Der Vorsprung von 10 Punkten ist zum Glück nicht so extrem gering. Das heißt, wenn er gewinnt und die schnellste Runde holt, darf ich trotzdem noch 2. werden. Aber 3. dann eben nicht mehr, weil er ja eben dann einen Punkt mehr hätte. Heißt also, mein Ziel ist einfach, ich darf höchstens einen Platz nur hinter Verstappen landen. Am besten natürlich vor ihm. Die anderen Fahrer hier nochmal. Leider kam kein Safety Car mehr raus. Aber trotzdem 8. mit 4 Punkten ist immerhin ein bisschen Schadensbegrenzung am Ende. Ja, damit hier in der Rivalität einige Punkte verloren. Stimmt, ich bräuchte mal wieder neuen Rivalen. Mache ich, glaube ich, dann gleich. Der Ruf sinkt dann dementsprechend leider. Jo, Emma, chill mal ein bisschen. So, Bottas nur einfach nochmal. Ja, komm, Bottas als Rivalen. Dann geht er mal ganz kurz in die Entwicklung. Was könnte ich denn noch machen?
Getriebe, ich halt wie gesagt schon alle Upgrades, das heißt, es muss er nicht jetzt hier halten für das letzte Rennen, das wäre eigentlich schon ziemlich gut, wenn es halten würde. Irgendein Upgrade, das direkt klappt, das wäre eigentlich gut, oder dass es halt direkt aktiv ist. Benzinverbrauch, ja, könnte man machen, oder Motorleistung, aber das ist halt nicht fertig direkt, erst in Australien. Oder ein kleines in der Aerodynamik. Ach egal, ich mache einfach das hier für die nächste Saison dann. Jo, da würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Leider nur 8er geworden, wie ich es eigentlich erwartet hätte, dass die KI so stark ist, war ich an Qualifying nur 11er eigentlich, aber dann halt durch Strafen von anderen, wo ich ja 8er, von Platz 8 dann eben gestartet, Verstappen nur von Platz 12, weil er ja auch einer der Leute war, die Strafen hatten. Aber leider konnte ich damit nicht Weltmeister werden, obwohl Verstappen hinter mir gestartet ist. Er am Ende 2er geworden, ich 8er, wegen der kleinen Kollision. Und er natürlich keinen Schaden, ich mit dem Frontflügel Schaden, musste früher rein. Also alles andere als ideal, das Rennen hier gelaufen, aber trotzdem noch 10 Punkte Vorsprung, das sollte eigentlich jetzt hoffentlich mal reichen. Abu Dhabi ist das letzte Rennen, da muss es dann mal klappen mit der WM. Beim nächsten Rennen darf ich da mal keine Fehler mehr erlauben, das war auf jeden Fall super. Alter, ja. Im Moment hast du auf jeden Fall die Oberhand, das hat positive Auswirkungen. Weiter so. Okay, das war mega komisch, die Stimme gerade von Emma, alles klar. Also Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge, dann beim Saisonfinale. Wird auf jeden Fall mega spannend in Abu Dhabi, Max Verstappen oder ich. Einer von beiden wird am Ende Weltmeister. Also Leute, haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.